Die erste Phase besteht nämlich darin, mich so oft zum Drachenschrein hochzukämpfen, bis die Ritter nicht mehr respawnen. Der hier geht ja. Noch einigermaßen. Der nächste wird heftig. Er hier nämlich. Ja, wenn er nicht da ständig die Schläge machen würde, wäre es viel angenehmer. Ja, komm her. Genau, die Treppe ist nämlich in dem Fall mein Freund. Und ja, tut mir leid, dass ich das jetzt wieder mit aufnehmen tue, aber meine Aufnahmesession ist noch nicht vorbei. Und es geht eigentlich verhältnismäßig schnell. Es sind ja nämlich nur die drei Ritter hier. Wow. Genau. So. Ich benutze einfach die Feder, das geht schneller als ständig zurückzurennen. Naja, wenn alles gut klappt, dann können wir wahrscheinlich in der nächsten Aufnahmesession das Spiel auch endlich beenden. Ich will auf jeden Fall erstmal die drei loswerden auf dem Weg zum Drachenhort, weil sonst wird das Ganze noch stressiger. Für mich. Oh, ein Gegenstand. Ein Drachenaufseher-Schild. Die anderen Drachenwächter hier nämlich, die machen absolut nichts. Die stehen nur rum. Version eines Finstergeistes, auch das noch. Und so wie der klingt, ist er kein gewöhnlicher Finstergeist. Also es ist ein Spieler. Oh, aber er ist ein höflicher Spieler. Na? Okay. Er ist ziemlich gut, muss ich zugeben. Auch wenn er ein bisschen hin und her leckt. Den Tod verkrafte ich. Ihr sollt vielleicht hier einen Human Effigy verbrennen.
dass sowas nicht mehr vorkommt, weil das kostet nur Zeit und mir bringt es nicht viel, außer dass ich sterbe. Jo. Hey, da läuft einer in der Alva-Rüstung rum. Genauso wie ich. Ja. Du musst leider sterben. Ein Drachenamulett. Hm. So, mein verlorenes Gut habe ich wieder zurück. Au, die Attacke ist böse. Das ist nämlich das Einzige, was mich auf der Treppe treffen kann. Und ich sollte aufpassen, dass ich nicht ihn hier hinten aus Versehen treffe. So. Jetzt noch den letzten wieder ausschalten und dann porten wir uns wieder zurück und wiederholen das Spiel. Das müssen wir, glaube ich, so 6-7 Mal wiederholen. Die haben nämlich einen sehr geringen Respawn-Counter. So, jetzt muss ich aber auf meine Ausdauer Acht geben. So. Noch ein Drachenamulett. Ja. Du mit deiner Magie machst mir keine Angst. Er hier ist der einfachste zu besiegen. Er hier ist der schwierigste. So, außer man benutzt halt den Treppentrick. Dann ist er nicht mal annähernd so heftig. So, und jetzt der letzte hier oben. So, Ausdauer regenerieren. So, weg mit dir. Und zurückporten. Ja gut, wer möchte, kann den Rest der Folge dann wahrscheinlich überspringen. Und vielleicht auch den Anfang der nächsten Folge. Weil ich werde jetzt wirklich im Augenblick nichts machen, anderes machen, außer stumpf die Jungs farmen, bis sie weg sind.
Ach komm, Schild hoch ist lahm. So. Ich will nämlich die nicht mehr da haben, wenn ich zum Drachen gehe. So. Muss sagen, das klappt bis jetzt eigentlich ganz gut. Nur nicht die angreifen, die tun einem nämlich nichts. Ja, früher war das mal hier richtig garstig mit Bogenschützen und der ganzen Horde von diesen Rittern. Okay, Ausdauer ist alle. Au. Sicherheitshalber was trinken. Ey. Der hat geschubbelt. Also eigentlich nicht. Du bist immer noch da. Das macht sogar noch mehr Schaden bei den Jungs. Deswegen wäre es eigentlich besser, wenn ich meinen Standardspeer voll aufgegradet hätte. Das macht Schmerzen, hä? Das macht wirklich gut Schmerzen bei denen. Au, das macht aber auch gut Schmerzen bei mir, wenn ich nicht aufpasse. So zum Beispiel. Hey, der kann zurückspringen. Kann auch sterben. Ja, dankeschön. So, ich schätze mal, wenn der erste anfängt zu despawnen, dann ist es bei den anderen beiden auch nicht mehr weit hin, bis sie despawnen. Ach, er ist immer noch da.